Bright Falls heute. Hm. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Hm, sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Hat er da noch einen Fisch unter Tisch? Ist der Doc gerade vom Angeln gekommen, oder was? Das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Na klar. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Das wäre schön. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. So, okay. Ach, da ist die Verwirrte schon wieder. Was machen die da am Lichtschalter? Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Und sie hat auch noch so eine Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Ist ja wie die Lock Lady. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Okay, alles klar. Dann gehe ich da mal hin. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Interessant, sie hat die Zeitung rausgegeben, ja? Dann gab's da wirklich mal einen massiven Knacks. So, oh, warte mal, lesen, da. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale. Gewinnt gern Wettbewerbe. Ja, das ist doch mal. Vermisst Richard Ball, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-SCHUH. Vielen Dank. Ja, auch hier fragt mich natürlich, ob hier wieder natürlich wunderbare Bilder der Entwickler verwurschtelt worden sind. Oder der Supporter des Spiels. Das wäre auch schön. Das wäre schön. Gewinnt gern Wettbewerbe, finde ich gut. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Hallo, Telefon Sheriff. Liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Aha, und ist auch gleich an, ja? Schön. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Anonymer Anruf. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Irrenrotation. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Danke. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Okay. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin. So, oh, danke. Kein Problem. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Alles klar. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Okay, gut. Wollen wir mal hier mal noch was lesen? Was haben wir da? Eine Manuskriptseite. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Aha, okay. Ich würde mal ganz kurz hier nochmal zurückgehen. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Also ich weiß, wir sollen jetzt halt noch rausgehen, sonst haben wir hier oben eine Thermosflasche. Und hier haben wir noch... Manuskript.
Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Okay. Gut, dann gehen wir doch mal kurz raus aus den Polizeirevier und schauen mal hier auf dem Hof nach der Schrottkarre. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich, Okay, da müssen wir hin. Bevor ich gehe, die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Ja, Leute, das passiert öfters mal. Ich verstehe, in diesen kleinen Städten rasten die Leute aus, kurz vor dem Feste. So, okay, alles klar, wir müssen hier irgendwie rüber. So, warte mal, kommen wir hier. Hüpf. Das sieht gut aus. Mächtiger Fußtritt, mein Freund. Mächtiger Fußtritt. So, hier noch eine Manuskriptseite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Okay, das sieht so ein bisschen aus wie... Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Was? Als wenn das jetzt quasi in der Zukunft passieren könnte? Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Ah, okay, alles klar. Okay, die Polizeiwache verlassen. So, können wir noch irgendwas bei den Autos finden? Sieht nicht so aus. Okay. Den können wir auch nicht ran. Wir können auch nicht rennen. Naja, sieht nicht so aus. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir wieder rein und versuchen, die Polizeiwache zu verlassen. Okay. Unser Kumpel ist eingenickt. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay, kämpfen wir eventuell durch das Schreiben unserer Geschichte gegen die Dunkelheit an. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug... Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Hey, okay. Ganz ruhig. Das ist ja mal schnell eskaliert gerade. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Oh Gott. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Oh Gott. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch.
Bring mich hier raus. Ja, Barry scheint ja so wieder so ein absolut super sympathischer Typ zu sein, Alter. Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Alter, wie schon aussieht, ey. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Oh, Rose. Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow, ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Rusty war der Cop, ne? Aus dem Diner, glaube ich. Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? So, gucken wir nochmal ganz kurz hier die anderen Räumlichkeiten an. Ich habe ein bisschen Angst, irgendwelche Manuskriptseiten zu verpassen. Geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann. Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Was alles ist einfach, wie es anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. So, okay, können wir hier raus? Nee, können wir nicht. Realität zu verwechseln. Bist du bei 3 für die Klapsmühle? Warte hier. Oh Gott, jetzt haben wir ihn die ganze Zeit irgendwie in unserem Kielwasser. Ne? Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay. Okay, klar. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Ja, es geht um unsere Frau, Alter. Da haben wir keine Wahl. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Dann müssen wir zu unserem Mann stehen. So. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Mhm. Okay. Danke dir. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Mhm. Okay. Ich denke, da werden wir wieder durch den Wald müssen. Eieiei. So, okay. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Los, komm, Barry, was ist denn los? Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Okay. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Ja, man hört ja immer öfters so, dass Dörfler quasi so ein bisschen mürrisches Volk sind irgendwie. Die nicht gerne Fremde sehen, das ist das wohl wahr. Aber, ich glaube, es wartet Schlimmeres auf uns irgendwie in den Wäldern als Dörfler. So, was haben wir denn hier noch? Batterie, wunderbar. Wir haben noch keine Waffe, wir haben aber dafür schon eine Taschenlampe. Das ist schon ganz gut. So, was haben wir hier noch? Flasche Wein und Conspiracy of Fate. Ah, das ist ein gutes Buch.
Okay. Gut. Gehen wir hinten raus. Gehen wir vorne raus. Licht ein- und ausschalten. Nein, wir machen es nochmal. Das ist jetzt Licht an. Ja, das ist aber auch nicht so toll. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hinten raus. So. Wir sehen uns nochmal kurz um. Oh, einen schönen Grill haben wir hier. Wunderbar. Hier warte, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir. Bei jedem Schritt, Al. Alles klar, Mann. Danke dir. So, ich guck mich nochmal ganz kurz hinten um. Brunnen. Okay. So. Ein paar mehr Stutz. Auch guck mal, hier einen kleinen Jacuzzi haben wir hier. Wunderbar. Aber es sieht nicht so aus, als wenn hier noch irgendwie eine Manuskriptseite oder sowas wäre. Okay. Hier wäre ein schönes Versteck dafür. Okay. Gut, wir gehen. Wir gehen. So, zum Lover's Peak gehen. Oh, wir sollten unbedingt... Oh, jetzt haben wir doch eine Waffe. Schau mal. Wo immer wir die jetzt so her haben. Na, da vorne mal eine Manuskriptseite. Neben dem Fahrzeug. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Naja, es ist auf jeden Fall die Geschichte, ne? Irgendwie, die wir jetzt hier gerade spielen. So, okay, können wir denn... Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Na gut, okay. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Okay, können wir uns hier in dieser... Wo? Wo? Bitte. Eieieiei. Gott, ist aber instant. Okay, ich werde mal gleich gucken, ob ich hier reingehen kann. So, hm. Schneeschuh lassen wir mal da dran. Und mein Radio. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Ach, der Backwettbewerb, wie schön. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form. Krass, wer war denn das gerade? Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil. Nein, so, okay, hier können wir jetzt lang gehen. Und wir können die Straße... Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt da lang. So, okay. Aha. Unheimlich schön, wie er sich von alleine bewegt. Das ist ganz toll. Ich meine, das ist schon geil irgendwie. Also auch mit dem Nebel und alles. Also mich zieht es ja sofort wieder ins Silent Hill-Universum, wenn ich das hier... Ne? Also bis jetzt gefällt mir Alan Wake ausnahmslos wirklich sehr, sehr gut. Was ist jetzt los? Was ist... Das gerade gewesen? Ein Erdbeben? Okay. Okay. Stille. Er geht doch gar nicht drauf ein. Okay, gut, dann... Who knows? So, dann schauen wir hier nochmal ganz... Uiuiui. Oh nein, die gute Schubkarre. So, kommen wir hier nochmal kurz in die Hütte.
betreten. Hey, 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 hey. Ein Schrank. Leer. So, können wir Lichter machen? Nein, ist alles kaputt. Ist alles kaputt. Nur der Fernseher ist noch da. Oh, eine neue Folge. Wie cool. Und Söhne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Eine neue Folge Night Springs. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Paaren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder... Das Shirt, I am Wake. Das ist ja auch schön. Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nicht. Vielleicht sehen Sie einen Agent. Vielleicht im Spiegel. Ja, das habe ich jetzt nicht errafft. Okay, was? Vielleicht im Spiegel? Ja, das war eine neue Folge Night Springs. Wir gehen weiter. Gott, wo sind denn, wie viele Raben sind denn das? Gott. Okay, weiter. Aussichtsplattform oder sowas. Oh, und eine Manuskriptseite. Sehr schön. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ah, schau mal an, Rusty steht ein bisschen auf Rose. Okay, ja, man hat es ja auch am Anfang so ein bisschen im Diner, ne? Klebt er ja auch am Tresen. Mit seinem Kaffee. Schön. So, hoppala, hier haben wir gleich noch eine Seite. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Oh nein! Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake,
Es ist so passiert wie auf der Seite. Oh nein, wir verlieren Rusty? Oh nein, er war so sympathisch. Okay, schön. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Was ist los? Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte, helft mir! Rusty! Rusty, ich komme! Halte durch, Mann! Mr. Wake? Oh nein. Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Scheiße, Rusty hatte eine Manuskriptseite halt gefunden. Durch. Sie könnte erklären, was passiert war. Und wo ist sie? Ganz ruhig. Max, ruhig. Okay. Oh Mann, Alter, den haben sie echt fertig gemacht, Alter. Schau dir mal an hier, ey, boah. Hier ist so Tresen weggerissen hier. So, sind die Türen jetzt offen? Nee, immer noch verschlossen. Halt durch, Rusty. Bin gleich wieder da. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Okay, hier hinten will ich mal ganz kurz hin. Thermoskanne. Wofür sind eigentlich die Thermoskannen? Sind das Collectibles, oder? Was ich jetzt bis jetzt nicht wirklich irgendwie Nutzen daraus gesehen habe. Oder erkannt habe. Naja, okay. Gut. Weiter geht's. Da vorne liegt eine Seite. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Okay, was zur Hölle ist denn da in dieses Besucherzentrum reingeknallt? Na, das kam auf. So, was habe ich vorne? Nochmal eine Manuskriptseite. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Okay, also es wird immer wieder gesagt, Licht ist Sicherheit. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch auf die harte Art zu spüren bekommen. So, ein paar Batterien ist ganz gut. Aber Munition nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sollt ihr noch mal... Ach du Scheiße. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten.